יש לו רבו מן שמיו, שמיו חיים, עלינו ואל כל ישראל. Ja, die Frage kommt oft, ob ich glaube, dass ich sowas wiederholen könnte. Vielleicht Auschwitz nicht, aber in der ganzen Welt, in Asien, in Afrika, wird ein Volk mordet das andere. Also man hat eigentlich, das Wort Humanität ist noch nicht genug weit verbreitet. Wenn man das sieht, eine andere Form von, dass Menschen eben zu Tode gebracht werden. Was natürlich bedauerlich ist, dass wir, die Steuerzahler, die NPD finanzieren. Wir finanzieren eigentlich Leute, die ein Regime errichten wollen, so wie es Hitler war. Wenn du jetzt sagen würdest, was darf nicht wieder sein? Also wo liegt ja der Grund? Also für mich ist zum Beispiel auch schon eine generelle Achtung eines, die generelle Achtung, der Respekt vor dem Menschen überhaupt. Ich meine, der fehlt heutzutage, weil die Menschen gar nicht mehr so erzogen sind, dass der andere auch das Recht hat zu leben. Das ist so eine Grundvoraussetzung für mich, ganz zu schweigen vom Christlichen her, dass ich da den anderen gleichwertig finde. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und wenn man das nicht hat, als nächstes würde ich mal sagen, dann kann man auch den anderen gar nicht kennenlernen wollen. Für mich ist das kennenlernen wollen, ich erfahre etwas von ihm. Und dann kann auch eine Achtung wachsen, das war bei uns genauso. Also, wenn ich jetzt denke, dass die Neonazis Leute dadurch gewinnen, dass sie Familientreffen haben, dass sie dasselbe machen, den gemeinsamen, Gemeinschaft. Die, da werden sie, ja, das genau kopiert, wie es bei Hitler war. Mhm. Und Einheit und das und jenes Musik und viele Leute und weiß ich und versuche auch durch andere Nachhilfe geben und so weiter. Ja, ja, das in den Schulen klar. Sprechen sie die Kinder an, verteilen ihnen. Das sind, und die sind nicht so, die gehen alle juristischen Klippen, mhm, überwinden sie, also sie sind nicht verklagbar. Sie gehen immer am Rande, was erlaubt ist. Also, da werden sie nicht zu packen sein. Ja, aber was willst du dagegen machen? Was kann man dagegen setzen? Was man kann dagegen darf nicht setzen, mehr. Man kann dagegen setzen, dass es humane Menschen gibt, dass die Humanität nicht ein Privileg einer kleinen Gruppe ist, aber dass man zur Humanität erzogen werden soll. Eben. Das beginnt in der Familie. Wenn die Familie nicht intakt ist, dann stimmt auch das nicht. Aber sie werden auch, glaube ich, keinen Erfolg haben bei den Bemühungen, die NPD zu verbieten. Denn sie werden immer damit immer argumentieren, dass sie eigentlich nicht das vorhaben, was sie eigentlich wollen. Was sie im Echten wollen. Mhm. Aber wir praktisch finanzieren eventuell unsere, die künftigen Peiniger. Mhm.